ziehe mit euch eine kleine Wette, okay? Ihr schafft es nicht, diesem Video 13.000 Daumen nach oben dazulassen. Denn falls doch, werde ich für euch den Airport Simulator 2019 spielen. AKA eins der schlechtesten Games, die jemals... Ja. Jawohl, ja! Ich hasse euch! Nein, was hast du getan? Oh nein! Oh nein! Oh nein! So, Leute. Turn down Topmodel. Alles, was heute geschehen wird, habe ich vermutlich verdient. Okay, wir spielen das jetzt. Geil, das geht nicht mal an. Leck mir eine Füße. 20 Minuten später. Oh! Heureka! Das geht sogar an. Ja. Herzlich willkommen. Ihr wisst schon. Sagen, starten wir mal so ein neues Spiel. Aua! Für den sagenumwobenen Preis von 20 Euro kriegst du jetzt einmal Ohrenkrebs gratis oben. Oh Gott! Bitte, mach's weg. Halt dein Maul. Nein, halt dein Maul. Oh. Oh. Okay, starten wir ein neues Spiel. Moin. Willkommen bei Airport Simulator 2019. Falls du das erste Mal spielst... haben wir eine Reihe von Einführungen für dich, die dir das Spiel erklären. Sie erläutern die Grundlagen der Benutzerführung und wie du Aufgaben erledigst. Möchtest du die Einführung einschalten? Ich möchte gerne andere Sachen woanders einführen. Ja, leg mir doch im Arsch. Ja. Deine Aufgabe ist es, einen Teil des Flughafens zu verwalten, hinter den Kulissen die An- und Abflüge der Flugzeuge zu organisieren. Du wirst Flüge auswählen, Fahrzeuge kaufen, mieten und die nötigen Schritte für jeden Flug zu unternehmen. Nein. Du kannst auch Arbeiter einstellen und Aufgaben delegieren. Uff, aber warum spiele ich denn das überhaupt? Oh mein Gott. Ja, jetzt fängt es schon an, hier irgendwie unübersichtlich zu werden. Ich nehme einfach mal das, was voreingestellt ist. Bist du sicher, dass du mit den Flügen fortfahren willst? Gibt's irgendeinen Haken, den du mir vielleicht nennen möchtest? Nein. Aha. Cool. Wie kann ich denn jetzt... Kann ich irgendwie spielen? Kann ich irgendwie das Videogame spielen? Nee. Ich kann jetzt Joost Parker einstellen. Joost Parker ist ein äußerst gewöhnlicher Name. Ja, ich stell den ein. Hat der mir überhaupt schon sein Zeugnis geschickt, oder was? Oh, aha, lol. Ich kann endlich spielen. Einfach. Der Hammer. So, ich glaube, ich muss jetzt hier das Gepäck von den Leuten abholen, damit die sich schön auf Mali ihre schwabbligen Schenkel bräunen können. Ja, geparkt, Alter. Boah. Ah, und während er das auflädt, das ist nicht die Antwort, um dieses Fahrzeug zu steuern. Hast du mich gerade Arschloch genannt? Okay, ist aufgeladen. Das Gepäck ist... Das Gepäck! Hey Jungs, ihr braucht gar nicht gucken, ich habe alles abgeräumt hier. Am Probetag schon gefeuert, Alter. Ich habe ein Review gelesen, was gesagt hat, dass die Grafik wunderschön ist. Ja. Okay. Warum soll ich denn jetzt hier rumfahren? Komm, da bin ich denn, ich bin eh spät dran. Ich muss eh gleich nochmal zurück, weil ich das Gepäck vergessen habe. Ach, mit dem Ding wollt ihr fliegen, ja? Seid ihr euch da sicher? Oh, da einladen. Warte mal, achso, warte, ich muss parken. Aber was ist denn da jetzt besser? Gepäckschlepper wird jetzt mit Gepäck beladen. Achso, ich lade das aus. Ja, das macht Sinn. Oh! Ich kann Bus fahren. Der hat gar keine Scheiben drin, Alter. Einfach mal so schwarze Asbestplatten reingehangen. Steigen sie bei 30 Grad alle mit so fetten Tumoren aus. Wo ist mein Gepäck? Ja, und das ist jetzt das Game, oder was? Das ist der Airport-Simulator. Könnte besser sein. Kann ich auch mal was fliegen oder so? Ich habe ja auch ein Tempomat, sehe ich gerade. Also irgendwie...
glaube, sie brauchen mich nicht so richtig. Ich weiß auch nicht. Ich kann ja mal gucken, was hier die Leute so sagen. Oh, alle Reviews. Sehr negativ. Einfach nur enttäuschend. In dem Spiel kann man nichts als Fahrzeuge steuern. Was? Leider sehr gewöhnungsbedürftig. Gute Grafik. Da ist es. Alter, ich find's auch awesome, Alter. Die Detailtiefe, das ist echt atemberaubend. Man möchte gar nicht mehr atmen. Was sind hier die positiven Reviews, sag mal? Es ist nicht der Burner, aber wer auf das steht, dem gefällt es sicher ab und zu. Es gibt Staugebilde, die sich nach der eigenen Tour auflösen. Sonst ist das Spiel okay. Da kriege ich gleich ein Staugebilde im Kopf, Alter. Macht Spaß. Nach dem eher langsamen Start nimmt das Spiel dann Fahrt auf. Der hat das 75 Stunden gespielt? Das? Sympathisch. Ach, guck mal, das ist mein Gepäckanhänger. Jetzt hat er was aufgeladen. Oh, weiter aussteigen hier vielleicht, oder was? Nee, besteht auf die 5 Meter? Ah, warte mal, ich muss wieder andersrum parken. Das Laden des Gepäcks ist abgeschlossen. Jetzt kannst du den Gepäckschlepper zu seinem Ziel fahren. Oder ich bring mich einfach um. Das geht natürlich auch. Aber auf dem Flughafen gibt's einfach niemanden. Hier ist ein... Oh, warte mal, da ist einer. Den fahr ich jetzt um. Naja, jetzt aber ein bisschen mehr erwartet. Alter, was passiert? Ja, was? Ich muss mich jetzt rächen. Mit was für einer Scheiße färben die da überhaupt rum, Alter? Waren das die sagenumwobenen Staugebilde? Alter, der düst ja ab mit seiner Plattform, Alter. Ey! Was war denn das gerade? Hey, Mann! Nein! Nein! So, lol. Jetzt stehe ich da mitten in der Pampa rum. Ach, jetzt muss ich die Passagiere wieder wegbringen, oder? Alter. Vor allem, das hat der 75 Stunden gespielt. Den Rest könnt ihr selber laufen. Flug abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten abgewickelten Flug. Vergiss nicht, dass du heute noch einen weiteren Flug abschließen musst. Kann es gar nicht erwarten. Jetzt muss man hier irgendwie wieder die Geschwindigkeit hochstellen und warten, bis was passiert. Aha, okay, es geht los. 14 Minuten vor Abflug fange ich an, das Paket hin und her zu fahren. Oder auch Gepäck genannt. Lol, Alter. Ah, das ist jetzt hier halt echtes Game, ja? Das ist der Airport-Simulator. Ich ramm den jetzt. Airport, schreibst du uns zu gucken, du hast jetzt gerammt. Oh, Alter, der ist sauer. Eckhart, ich hab's nicht so gemeint. Nee, ich muss los, Brudi. Oh, Alter, jetzt habe ich ihn wieder provoziert. Nein, er rastet aus. Egal, beherrscht dich. Ich sag, das ist alles deiner Mutter. Ich wünschte, ich würde irgendwas in der Welt bewirken. Nein, Eckhart, fahr nicht weg. Wir hatten noch so viel Spaß miteinander. Verpiss dich, du Hanso. Vor allem auch dieser Sound, ey. Das ist auch immer so ein... Wie wenn einem schlecht ist und die Kotze immer so Malz höher steigt. Mehr ist das nicht? Das ist das Spiel? 1999 inklusive Ohrenkrebs? Tempomat muss unbedingt in das Spiel rein. Damit du noch weniger zu tun hast. Der kratzt schon die Kurve, Alter. Der will sich nicht mit mir anlegen. Und du! Auch nicht. Alle aussteigen. Warum muss ich denn jetzt hier wieder umparken, Alter? Kann ich nicht irgendwie was fliegen oder so? So ein Düsenjet? Mit Raketen drauf oder das ist alles völlig! Was geht denn da hinten ab, Alter? Nee, Alter, komm. Nee, Alter.
da, also, hier. Aua. Hilfe! Lasst mich raus! Ich will nicht mehr Airport-Simulator. Ich will Feierabend. Ich spiele auch wieder auf NAV. Ich schwör. Macht es auf!